Liebe Kollegen, in der Tat hat die Slowakei binnen weniger Jahre Erstaunliches geleistet. Wer hätte sich schon vorstellen können, dass die Slowakei tatsächlich eines der ersten Länder der neuen Mitgliedstaaten ist, die der Eurozone beitreten kann? Aber diese harte Arbeit ist noch nicht zu Ende, sondern im Prinzip muss sie weitergehen. Kommission und Europäische Zentralbank haben in ihrer Analyse und Bewertung deutlich gemacht, dass die Frage, ob die Inflation tatsächlich nachhaltig auf dem gewünschten Niveau gehalten werden kann, nach wie vor offen ist. Und in der Tat, die Slowakei selber sieht ja dieses Problem. Anders ist dieser, man kann ja schon sagen, beispiellose Schritt, die Krone, die Landeswährung um über 17% zum Euro aufzuwerten, nicht zu verstehen. Ich kann nur appellieren an die Slowakei, geben Sie uns bitte keinen Grund, ein zweites Slowenien zu erleben, wo kaum, dass das Land der Eurozone beigetreten ist, die Inflation angefangen hat zu galoppieren. Der Schritt, den Sie gemacht haben mit der Aufwendung der Krone, zeigt, dass Sie es ernst meinen mit der Bekämpfung der Inflation. Und ich denke mir, dass in der Tat die importierte Inflation, vor allem auch bei den Energieprodukten, auf diese Weise etwas in Schach gehalten werden kann. Aber das heißt nicht, dass die Maßnahmen auf anderen Gebieten nicht auch noch nach wie vor sehr, sehr wichtig sind. Restriktive Fiskalpolitik, der Kommissar Spiegler hat es erwähnt, gehören dazu. Lohnerhöhungen, die sich nach wie vor an den Produktivitätsfortschritt orientieren und nicht an den Wünschen der Arbeitnehmer, gehören ebenfalls dazu, und die Mobilität des Arbeitsmarktes. Denn wir wissen, dass in der Slowakei von Region zu Region sehr unterschiedliche Verhältnisse herrschen. Es gibt Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich in manchen Regionen und zu wenig Fachpersonal im anderen. Herr Radwan hat völlig recht. Der Beitritt zur Eurozone ist auch ein politischer, nicht nur ein ökonomischer Schritt. Und er war seinerzeit gedacht als Eintritt in eine Phase, die endet mit einer sehr, sehr großen Vertiefung der Integration. Ich hoffe, dass die Slowakei durch eine maßvolle, richtige, strukturorientierte Politik ihren Beitrag dazu leistet, dass dieser Beitritt tatsächlich schlussendlich als Erfolg zu bezeichnen ist.